perfekt. Wenn ich... Conception. Deception against Committer. Wichtiger Boss. Stadt in Town. Ich bin zwar einmal die Woche woanders übernachten, aber trotzdem bin ich ja 6 Nächte die Woche in der Stadt. Ich muss auch mal in eine andere Stadt. Ich bin auch schon mal über Nacht in Düsseldorf oder weiß ich nicht. Verstehen Sie? Ja. Aber ich bin über 90% in Krefeld. Ja. Keine Zeit. Ohne dass ich Kohle habe. Andere schwimmen in Geld. Die letzten Penner bekommen Geld. Ja, ist so, kenne ich dann aber. Ich kenne Leute, die mir nicht mal ansatzweise das Wasser reichen können und die kriegen aber 100.000 Euro, 200, 300.000 oder was weiß ich. Ist alles schon erlebt. Bargeld, meine ich jetzt, zu Hause. Die ganzen Presents, die kriegen dann alles geschenkt, dass die in Stadien sind. Verstehen Sie, ich bin geboren, wert. Verstehen Sie? Getauft in einer Kirche vom Herr aller Gemeinden von Aachen. Ja. Und ich habe trotzdem kein Geld, obwohl ich völlig gesund bin. Ja. King Phenomenon, Muskeln, Pommes-Bezieher. Ja. Und meine Pommes-Videos bleiben ja nicht online, wenn ich die Ohren setze, da kann ich ja nichts für. Könntest du ja jetzt vielleicht noch einen YouPorn-Account zusätzlich machen, da könnte ich meinen Pomp zeigen, ja. Ja, das habe ich bisher aber noch nicht getan, ja. Adonis on Speed bin ich, ja. Razor Tazard. Ich hab Muskeln, alles, komplett. Das spürst du ja, wenn du im Wand bist. Das ist jetzt einfach klar. Mehr Definition ist mehr Chaco-Training muss ich haben, aber ich habe meine richtigen Chacos ja noch nicht zusammengebaut. Essens haben alles geschenkt. Du kriegst einfach überall, kannst du kaufen oder geschenkt kriegst du. Stellst das. Weiß ich nicht. Ich muss das selber zusammenbauen, mein Chakus. Das ist wichtig für Muskeln definieren. Ja. Grundvoraussetzung. Ich bin Chakus, ist ja schon längst. Ich hatte ja sogar im Verein Chaco-Training. Andere kriegen mehr Büro. Alles als das, was die gemacht haben, in echt. Und bei mir nimmt man die Werte weg. Verstehen Sie ja, Büro, was da steht. Dreck. Ja. Ich bin King Phenomenon, ich bin Boss. Ja, Wert. Deutschland, der höchste aller Zeiten. Geboren, ja. Ja, dann, das ist unter einer Stadt. Ist dann ein Element, dass ich in Deutschland geboren bin, der höchste. Ja. Ich bin Nobelpreisträger in sehr vielen Kategorien. Weil ich so viel weiß. Verstehen Sie? Sie haben einen so riesengroßen Wert wie mich und dann werde ich völlig unter Wert verblättert. Ja. Nur weil Ralf Krumsdorf ein Stück Dreck ist, zum Beispiel. Du bist Dreck, Ralf Krumsdorf, ja. Du bist kein Musiker. Das erste My Out Festival, da warst du gar nicht da. Du hast dich dann da irgendwie reingeprobleme machen, hacken, du hast dich da reingehackt, obwohl der gerade mal so eine Gitarre festhalten konnte. Der hat die sich dann erst gekauft, weil der wollte ein Stück abhaben von dem Kuchen Status Quo. Als der gehört hat, dass die wiederkommen, hat er alles dafür getan, um in der Band zu bleiben. Das muss jetzt da abgeklärt werden. Das hat er dem gerade die freudige Nachricht gebracht. Er hat sich dann gestreut, hat er gesagt, ja, kannst du überlegen.
Das war beim zweiten Status Quo-Gig nicht mehr das gleiche. Electric War. Das waren 4 Mann, beim ersten mein Vater und noch 3. Beim zweiten Status Quo-Gig waren das dann 6 Mann und nur noch 2 vom ersten Aufstellung. Ja, also 2 von den ersten 4 Mann, Electric War. Beim ersten Status Quo-Gig, ja. Waren beim zweiten Status Quo-Gig nur noch dabei. Und einer davon ja auch mein Vater. Ralf Krumsdorf war neu. Völlig untalentiert und du einfach nur ein Hacker. Verstehen Sie? Ja. Ralf Krumsdorf ist nur ein Probleme machen, lügen, Leute gegeneinander aufhetzen, ein Minus für unseren Planeten. Verstehen Sie, wir dürfen solche nicht zum Flughafen bauen. Unsere deutschen Flughäfen, ja, das bin ich. Verstehen Sie, deswegen bin ich ja auch auf der Straße und habe kein Geld. Weil unsere Gesellschaft völlig vergegenteilt ist. Wenn du der letzte Dreck bist für alle und nur alles kaputt machst, dann kriegst du einen Flughafen geschenkt. Und wenn du in Wertsystematie bist, landest du auf der Straße. Was soll ich denn jetzt bitte davon halten? Ja. Choo-choo Racer, the Tazard is complete. Prominent, permanent, Produzent, permanent. Alle Details konstant. Denn ich bin Unterhalter, Controller von Hin und Her. Ja. Ich poppe Horse, ich bin richtig, ich hab Harem. Ich bin Razor, The Tazard, ich hab Mar. Und Haar, ja. Zum Poppen. Die Hoar ist Haar. Harem, Haar, Hoar. Was ist Haar? Die Hoar ist Haar, ja. Ich bin Wahr, Letter Star, ja. Letter Style, King of Stairs of Style. Rules, Rides, Rhymes. Ja. Ich bin hier draußen in der Stadt der Hoch. Sun, ja. Sehen sich diese Sonne an. Oh, geil. Ja. Endlich Sommer. Und ich habe. Ich bin Lifestyle-Daddy. Weil ich nicht geschenkt bekommen habe und trotzdem weitermache. Ich bin der hier. Alles andere, was nach irgendwas aussieht. Noch nicht mal auf den ersten Blick, ich hab das sofort, ist present. Ja. Komm geschenkt. Wir sind nur einmal die Woche hier in Krefeld, ansonsten hängen die in irgendwelchen Höfen rum und kriegen geschenkt. Oh, ist halt ja. Ich bin auch in Höfen Schloss. Gespült, Opernhaus, Museum, Stadion. Ich krieg aber nichts geschenkt. Was die Frauen, die für dich andere verblättern und anzeigen, die Familien? Und Geld geschenkt. Ja, das ist geschenkt. Ja. Das sind aber keine richtigen Lifestyles. Ja. Was sehen Sie, das sind keine richtigen Ruler, die haben nichts drauf, Economics. Rap, Musik, Stadtcontrol bin ich. Ja, es gibt Dumme, die haben nichts außer ich hau dich um und dann kriegen die geschenkt. Und dann haben die nichts außer die Frau ruft die Polizei. Die sind aber völlig im Zusammenhang und raffen nicht Wert, was das wirklich heißt für unser Land Deutschland und für unsere Menschen. Ich raffe Wert. Aber das ist, verstehen Sie, für unsere Menschheit, für unser Land Deutschland, weil ich weiß, worauf es ankommt. Ich bin ein Mann, das heißt, ich bin ein Letterbuddy. Ja, konstant mit ganz, ganz, ganz vielen Bausteinen, Elementen. Ja. Sie sagen nicht nein. In
eine Methode. Oder gar Büro. Nur weil sie eine andere Wortwahl getroffen hätten für das Gleiche. Beispielsweise ist Leute, haben, wir sind Leute. Ich habe, dass ich leben bin. Ja, ich bin ein wichtiger und wichtiger. Kleine Pussy, die hier vorbeiläuft. Und nicht zu weit weg ist, sage ich was. Dann sage ich, ich bin Razor. Dein Jungfernhäutchen Eraser. Jedoch müsste ich dafür ins mediavistische Zeitkontinuum zurück. Raisonen. Ja, da ist das kleine. Razor zeigt dir die Traumwelt des Sexes. Das hier ist mein Place. Ja. Der Razor Place. Ja. Ach ja. Ich hab alles. Denn die King Kroll bin ich. Ja, ich bin der. Das ist Stadt. Ich liebe Stadt. Ich wohne in der Stadt seit. Lange. Weit über 10 Jahre wohne ich Stadt. Ja. Ohne Geld. Die ganze Zeit bürokratisch Hartz IV. Und nicht zusätzlich Kohle gekriegt von egal wem. Denn, ja, das ist aber kein Grund. Ja, meine Befürworter erreichen mich nicht. Ja, ihr kommt doch einfach zu mir und gebt mir Geld. Ja, dann baue ich 1000 mal 6. Das ist schon super geil, was ich hier baue. Aber es wird dann noch besser. Ja. Zu einer Present-Unte, verstehen Sie? Ja. Sieht nicht die Stadt richtig, die ganzen Leute, was wir alle sind, richtig, sondern die ist völlig verblödet. Ja. Wenn die jetzt hier gebügelt wird von irgendeinem, dann ist der plötzlich 10 Etagen höher, als der in der Methode eigentlich sein soll. Verändern wir. Ja. Aber die bauen nicht gleichmäßig, sondern völlig ungerecht.
irgendwie viel besser ficken als egal wer sonst. Ja. Ich verprügele die dann die ganze Zeit. Innen, ja, Razor Tatan, das ist die Komplizier da. Draußen bist du hier die tolle Die. Ja, doch, ja. Control. Ja. Ich habe noch nie irgendwas geschenkt gekriegt. Minus sogar, was das betrifft. Ich habe in Rheinland-Pfalz gewohnt. Da fährst du Weihnachten zu Hause zu deinen Eltern hin. Schön Weihnachten feiern. Die sagen, ha, schön, ist alles am Telefon etc. Schwester liegt da bereit für dich. Und ich nehme meine Fotze mit. Schön und herrlich, Ehepläne. Das ist ein Zusammenhang. Ja, zum Beispiel kommen wir nach Hause und werden im Bus angepöbelt von so einer Dreckkuh, ja, die keinen Plan vom Leben hat, für sie und wieder nicht. Zwei Stunden später, der ganze Hopfenweg und umliegende Straßen voll von Leuten, inklusive Polizei, 300 Leute. Nur weil ich nach Hause komme und weil ich wer bin. Leute rufen die Polizei gegen Leute an, nur weil die was haben. Ja, ja, das sollte aber nicht sein, das steht da. Ja, aber da steht es. Aber doch der letzte Dreck, wenn das nicht stimmt. Verstehen Sie das echt nicht? Ja. Wir haben überhaupt nichts davon, dass wir unser Land füllen mit Flughäfen und Stadien, wenn die Qualität der Menschen, die in diesen Flughäfen und Stadien ist, doch Dreck ist. Verstehen Sie? Weil die einfach nur dieses Flughafen bekommen, weil das da steht, dass das soll. Aber das basiert nur auf Unterwert, hoch, gegen alle möglichen Leute, Zusammenhänge. Ich bin volljährig seit... bevor ich 10 war, verstehen Sie ja. Und kriege nicht gleichzeitig Equell, ja. Ja, das Büro steht da, dass ich volljährig bin, seit bevor ich 10 war, habe ich sogar. Man teilt mir zwar nie irgendwas mit, aber ich habe haben, ja. Ja, das ist ja auch Gesetz, was da steht, was ich auch habe, was da zu stehen hat, dass Menschen mitgeteilt bekommen, was die Büro sind. Verstehen Sie, wenn mich einer anzeigen will, kriege ich den Zusammenhang zugeschickt, zum Beispiel macht man aber nicht. Ja, ja, du kriegst das einfach nicht. Sonst kannst du dich wehren. Sonst funktioniert dieses ganze Unterwert Menschen kaputt machen System, damit man einem Stück Dreck irgendwas schenkt, ja, nicht. Das ist die Verschwörung der Wurstonebreaker, verstehen Sie? Ja. Vor gegenteilter Unsinn sind die. Ich habe tatsächlich tausendmal mehr Gesetze begriffen als einer, der Dreck ist. Und das heißt, ich habe alle Gesetze begriffen, denn der ist unter und Dreck. Weil Dreck ist unter und weiß daher kein Gesetz. Ja. Ja, das ist Regeln. Google, zabern. Hat man haben. Ich bin tausendmal mehr als du, bist weg. Man ist tausendmal mehr als nix. Ich mache hier keine Aussagen. Aber das ist hier zum Zeigen. Verstehst du? Aber die können sich selber anlegen. Dann stehen die da mit 10 Mann und wurden komplett belogen. Ja. Und raffen dann, dass du tausendmal mehr bist. Habe ich ja jetzt endlich. Polizei ist ja. Ja. Alles im Zusammenhang schon. Aber ich bin ein King Phenomenon. Haben Sie verstanden? Und ich bekomme jetzt meinen Raumhafen. Right, Komplizar Lab. Weil solch einen Raumhafen, King Phenomenon,
hat es noch nie gegeben. So viele Hools wie ich habe, weiß doch kein anderer. Ich weiß von selbst, so viel Bürozeug ohne irgendwelche Bücher oder ROMs zu kriegen. Allein das ist ja schon ein Beweis dafür, dass ich höher wert bin als alle anderen Menschen in diesem Land. Ja. Ich bin der große Raumhafen. Razor the Tazard ist die Complete Mann. Styler, Ride Complete Star. Multi, so dick. Breit, 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 breit. Ja, ganz, ganz breit. Höher als Millionär, breit Star bin ich. Also, ha, ja. Ich bin der höchste Wert in diesem Land, Mann. Ich bin Universum. Ride Complete Star, Lab.